Jo, Freunde, wir haben jetzt immer noch den 15. Juli, sprich 2 Tage nach OP. Heute war mit der schlimmste Tag von allen. Kopfschmerzen unbeschreiblich, ich habe extreme Bauchschmerzen und der Kiefer geht eigentlich. Die Kopfschmerzen machen mir mehr zu schaffen als der Kiefer an sich und die Bauchschmerzen eben durch das. Ich muss noch schauen, wie ich das geregelt bekomme, was ich esse, weil aktuell schaffe ich das leider gar nicht, dass mein Bauch darauf klarkommt, wie man sieht. Also, es erkennt jeder, dass ich jetzt scheinbar in wenigen Tagen und Wochen, wenn die Schwellungen weg sind, tatsächlich einen normalen Biss habe. Was echt ziemlich cool ist. Und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, die Schrauben müssen nicht nochmal entfernt werden von meinem Chirurg. Was ziemlich cool ist. Also, das war jetzt hier mein Status-Update vom 15. Juli. Ich denke, ich melde mich morgen nochmal wieder und dann übermorgen und dann nochmal übermorgen und dann nochmal übermorgen. Ciao, Freunde. Hey, yo, Freunde, wir haben jetzt den nächsten Tag, 16.06., sprich 3 Tage nach OP. Und wie man sehen kann, sehe ich nicht anders aus als gestern, aber ich habe jetzt zum ersten Mal ein bisschen geschlafen nach der OP. Ich bin gerade aufgewacht, direkt mit Nasenbluten begrüßt worden. Also Nasenbluten hatte ich jetzt schon dreimal. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen und die Backen sind auf jeden Fall sehr, sehr schmerzempfindlich und geschwollen. Was bei allen möglichen Sachen sehr stört, besonders beim Schlafen, aber heute Nacht ging es tatsächlich. Ich habe sogar auf der Seite geschlafen. Ich weiß nicht, ob das das Beste war, aber habe ich gemacht, weil ich konnte das anders nicht einschlafen. Und ich habe jetzt auch wirklich heute locker 12 Stunden geschlafen, zum ersten Mal nach der OP. Also, auf gute Genesung, Freunde. Wir sehen uns dann entweder später oder morgen wieder. Euer Samuel Lift. Jo, Freunde, ich bin jetzt heute im 5. Tag nach der OP. Wir haben heute den 18.06.2019 und so sieht mein Gesicht aus. 5 Tage nach der großen Bimax-OP. Körperlich geht es mir wirklich gut. Also, ich kann mich nicht beklagen. Abgesehen von Kopfschmerzen, die eintreffen bei leichter Anstrengung, geht es mir wirklich gut. Ich hätte es mir noch schlimmer vorgestellt. Das, was aktuell am härtesten ist, ist wirklich das Essen. Mein Bauch macht aktuell schon einigermaßen Probleme mit der ganzen Flüssignahrung, die ich zu mir nehmen darf. Ich war gerade eben beim Chirurgen, der hat nochmal reingeschaut und meinte, alles in Ordnung. Ich soll weiter so machen wie bisher. Und am Freitag, den 21.06., habe ich den nächsten Termin. Und bis dahin darf ich abwarten und weiter genesen. Ich würde sagen, Freunde, es gibt nicht viel Neues. Wir sehen uns morgen und übermorgen wieder bei dem nächsten Update. Jo, Freunde, heute ist der 21. Juni. Sprich, wir haben 8 Tage nach der Kiefer-OP. Heute ist Freitag, letzte Woche Donnerstag wurde ich operiert. Und der Kiefer ist immer noch so, wie er sein soll. Für alle, die es interessiert, ich trage immer noch keine Gummis. Also, ich spreche immer noch ohne Gummis. Aktuell tut Schlucken sehr stark weh. Der Chirurg hat gesagt, sie haben wahrscheinlich mit dem Schlauch, mit dem Beatmungsschlauch, meine Lungenröhre, meine Hals, die hier irgendwas im Hals, auf jeden Fall, wo die Zunge runtergeht, da ist das Ganze wund gefühlt und tut beim Schlucken extrem weh. Das ist das Einzige, was mich stört aktuell. Abgesehen von den Schwellungen und den Wunden im Mund ist wirklich, was die Schmerzen angeht, kann man sich nicht beklagen. Ihr seht schon, ich bin jetzt hier auch schon einigermaßen aktiv aktuell, mache auch schon ein paar Sachen wie rausgehen, bisschen was erledigen, also ein paar Kleinigkeiten, will wieder ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, 8 Tage nach OP. Mir geht es insofern gut, abgesehen vom Schlucken und von den Schwellungen, die jetzt aber auch jeden Tag besser werden. Ich melde mich einfach die Tage wieder, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ich mache jetzt so ungefähr 2 Wochen nach OP, einfach nur mal, um euch zu zeigen, wie das Ganze so abläuft hier 2 Wochen nach einer so extremen Operation. Also viel Spaß morgen und übermorgen mit dem nächsten Update. Jo, Freunde, heute ist der 24.06. Wir haben jetzt 11 Tage nach OP. Wie man sehen kann, ist die Schwellung auch besser geworden. Die wird jeden Tag ein bisschen besser. Und was soll ich sagen? Mir geht es Tag für Tag besser. Die Kopfschmerzen werden immer, immer weniger. Ich kann mich im Alltag bewegen. Ich kann Einkäufe machen. Ich kann laufen. Ich kann machen, was ich im Alltag machen muss. Aktuell alles funktioniert. Dafür, dass es 11 Tage noch OP sind, geht es mir persönlich wirklich gut. Ich glaube, ich bin auch echt ein Glücksfall, dass es mir so früh so gut geht. Und
Hab immer noch keine Gummis drin. Die Gummis kommen, ich weiß nicht wann. Er hat nichts dazu gesagt. Er meinte, mein Kiefer passt so, wie er aktuell ist. Und aktuell sind noch keine Gummis geplant. Wenn Gummis reinkommen, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten, Update von heute. Mir geht es wirklich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Wie man sehen kann, sehe ich auch nicht mehr ganz so schlimm aus wie letzte Woche. Bis dann zum nächsten Update, Freunde. Ciao. Jo, Freunde, heute ist der 25.06. Sprich, wir haben jetzt 12 Tage nach Bimax-OP. Ich habe eine große Neuigkeit für mich und für euch. Ich bekomme endlich Gummis. Mein Chirurg und meine Kieferorthopädin, also mein Chirurg hat mich heute endlich zu meiner Kieferorthopädin geschickt. Und die hat mir gesagt, ich bekomme jetzt Gummis, die ich von ihrer Seite aus erstmal nur nachts tragen soll. Erst ab Freitag, sprich ab Freitag den 28., wenn ich mich nicht irre, ich schau mal gerade, genau. Freitag den 28.06. bekomme ich Gummis. Sprich 15 Tage nach OP werde ich erstmal nur nachts Gummis tragen. So ist aktuell der Plan. Chirurg hat gesagt, Zähne passen gut. Kieferorthopädin hat genau das gleiche auch gesagt, dass die Zähne gut aufeinander passen und ich mir da keine Sorgen machen muss. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann morgen oder übermorgen zum letzten Update der 2 Wochen nach OP. Jo, Freunde, heute ist der 27. Juni, Donnerstag, und genau vor 2 Wochen heute wurde ich operiert mit der großen Bimax-OP. Ja, vor dieser Operation hatte ich die letzten Jahre extrem große Angst. Es ist kaum zu glauben, dass ich jetzt 2 Wochen nach der OP fast wieder normal bin, was mein Aktivitätslevel angeht. Ich mache noch keinen Sport oder irgendwas, aber ich kann mich normal im Alltag bewegen. Wie gestern auch schon gesagt oder vorgestern, mir geht's wirklich gut. Ich kann mich nicht beklagen, auch was die Schwellungen angeht. Sie werden auch jeden Tag besser. Ich sehe fast schon wieder normal aus. Morgen am Freitag kommen die Nähte raus. Auf allen Seiten, das wird nochmal ein bisschen wehtun. Vielleicht mache ich nochmal ein Video darüber, über die Schmerzen, was die Nähte entfernen angeht. Ansonsten, wie man sehen kann, sehe ich wirklich jeden Tag besser aus. Die Zähne passen immer noch gut und ab morgen trage ich, wie gesagt, nur nachts Gummis, um den Kiefer so zu halten, wie er jetzt ist. Denn die Kieferorthopädin und der Chirurg haben gesagt, der Kiefer sitzt perfekt. Da muss eigentlich nichts verändert werden, wir wollen nur verhindern, dass sich irgendwas verändert. Also machen wir nur nachts Gummis. Genau. So, das war jetzt meine extrem große Bimax-OP. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wenn ihr möchtet, schauen, wie mein Kiefer jetzt aussieht. So beißt sich jetzt aktuell zu. Man kann sehen, dass der Kiefer jetzt wirklich auf allen Seiten gut aufeinander passt. Vorher, nach der GNE, habe ich ungefähr, um das mal zu verbildlichen, habe ich ungefähr so zugebissen hier. Und wenn man es sehen kann von der Seite. Und jetzt ist es ganz halt eben so. Und ich habe jetzt wirklich nahezu einen perfekten Biss und kann mich echt nicht beklagen. Der Chirurg hat alle Arbeit geleistet, meine Kieferorthopädin gibt sich auch größte Mühe und ich bin sehr zufrieden. So, Freunde, 2 Wochen nach OP, mir geht's gut. Ich kann bald wieder anfangen, Kleinigkeiten zu kauen. Ich schätze mal nächste Woche irgendwann so anfangen, wieder die ersten weichen Sachen zu machen. Bis jetzt esse ich nur Flüssignahrung, also Brei esse ich aktuell sehr viel. Und genau, das war es dann von meinem Update, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut soweit mit der OP. Wie man sehen kann, ich bin wirklich, um es nochmal zu sagen, ich bin wirklich ein Glücksfall. So gut, wie meine Genesung verläuft und verlaufen ist und hoffentlich noch weitergeht. Das ist wirklich kein Normalfall. Ihr müsst euch einstellen, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis ihr euch so gut fühlt, wie ich mich jetzt fühle. 2 Wochen nach OP ist wirklich keine lange Zeit und ich fühle mich trotzdem schon genauso wie vor der OP fast. So, Freunde, ich, das Glückskind, sage euch ciao. Samuel Lift ist Out of Lifting, Freunde. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Spaß im Jahr 2019. Am Wochenende kommen noch einige Videos auf euch zu. Die nächsten Interviews sind geplant. Haut rein, Freunde. Euer Samuel Lift.